Inkontinenz treffen wir vermehrt im Alter an, weil nicht nur der Mensch altert, sondern auch sein Harntrakt, ganz banal, die Blase, der Schließmuskel. Aber wir haben auch viele Erkrankungen, die eine Inkontinenz auslösen können oder diese verschlimmern können. Ich denke an neurologische Krankheiten wie Schlaganfall, wie Multiple Sklerose, wie Parkinson. Ich denke aber auch an die Zuckerkrankheit. Ich denke an die Immobilität, die ja durch Gelenkserkrankungen zustande kommt. All das hat Auswirkungen auf die Kontinenz. Und da rechnen wir heutzutage mit, um eine konkrete Zahl zu nennen, dass etwa 40% der über 70-Jährigen ein Kontinenzproblem haben. Die Frage, wie sich die Gesellschaft auf diese Herausforderung einstellt, ist schwierig zu beantworten. Sie muss sich einstellen. Wir haben ein Heer von hochbetagten Menschen, die da einer speziellen, qualifizierten Hilfe bedürfen. Und ich glaube, da müssen wir alle Mediziner, alle Pflegeberufe und Therapeuten heran. Das kann man nicht mehr mit der Ausrüstung und der Ausbildung eines Urologen alleine stemmen, sondern man muss dann auch halber Internist oder Geriater sein, um die Begleiterkrankungen zu verstehen. Man muss vielleicht einen Physiotherapeuten hinzuziehen, der sich speziell mit diesen Personen beschäftigt. Man kann Pflegepersonal dahingehend schulen, dass sie eine Verhaltenstraining, eine Verhaltensintervention machen. Das alles sind Dinge, die nur im Konzert gemeinsam gehen, um dieser breiten Herausforderung zu begehen. Sonst wird es so sein, dass wir gerade zum Ende des Lebens hin an Lebensqualität verlieren werden. Die Frage ist, ob die Medizin darauf eingestellt ist, kann ich vielleicht mit einem teilweise Ja beantworten. Es gibt Bestrebungen. Nach wie vor ist in der Geriatrie die Inkontinenz ein Hauptthema, aber die Geriatrie ist ein Exportschlager in andere Fachbereiche. Wir haben zum Beispiel in der Orthopädie das Alterstraumatologische Zentrum. Geriater und Orthopäden arbeiten zusammen. So etwas Ähnliches haben wir in Teilen schon in den Kontinenz- und Beckenbodenzentren der Deutschen Kontinenzgesellschaft, wo hier eine enge intensive gemeinsame Therapie möglich ist. Und wir haben es jetzt auch auf der wissenschaftlichen Basis. Es gibt an meiner Uni, der Universität Wittenherdecke, eine Professur, ein Department für geriatrische Urologie. Ziel ist eine wissenschaftliche und klinische Zusammenarbeit zwischen beiden Fachbereichen.